Ich freue mich riesig, dir mein total anderes Welpenbuch vorstellen zu dürfen. Darin geht es nicht um Sitz, Platz, Fuß oder Komm, sondern es geht um Probleme, die auftauchen beim Welpen, die du sonst nirgends findest. Aber bevor es losgeht, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Claudia Hussmann, habe seit vielen Jahren eine Hundeschule und mein größter Wunsch ist es, so vielen Menschen wie möglich nahezubringen, ihren Hund mit positiver Verstärkung, mit Belohnung zu erziehen und zu trainieren. Ja, mein größtes Hobby sind auch erstens mal natürlich meine 5 Hunde und zweitens mich selber auch immer wieder fortzubilden, immer wieder Neues dazu zu lernen, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und noch besser zu werden und auch noch besser darin zu werden, mein Wissen weiterzugeben. Das hier ist Cleo. Cleo ist jetzt 7,5 Monate jung und bei mir, seit sie 9 Wochen alt ist. Und jetzt hat sie ein bisschen eilig, aber wenn man eilig hat, kommt man nicht runter. Man muss nicht zappeln, um runterzukommen. So ist fein. Und lauf. Und für mich war es so eine kleine Umstellung, weil meine anderen Hunde, die ich momentan habe, sind alles Tierschutzhunde. Und naja, gut, da hat man andere Probleme. Aber so ein Welpe ist halt wieder eine neue Herausforderung. Und sie ist so mein erster Welpe, wo ich wirklich nur mit positiver Verstärkung rangehen konnte. Und ich muss sagen, das ist super toll geworden. Für mich war es auch eine Umstellung, weil natürlich vorher hatte ich, als ich Welpen hatte, immer so Schäferhund, große Tiere. Und jetzt so ein 700 Gramm Welpen, das war schon für mich auch was Neues. Und dann sich selber quasi auch am Riemen zu reißen, konsequent zu sein und das wie einen vollständigen Hund zu behandeln, war für mich auch neu. Aber ich denke, es ist mir ganz gut gelungen. Also sie ist ein sehr aufgeschlossener, fröhlicher Hund. Sie kommt, wenn ich sie rufe, sie geht dann locker alleine. Sie kann eine ganze Menge Tricks schon. Und ist eigentlich, ja, ich kann mich nicht beschweren. Sie hat noch nichts kaputt gemacht. Also ist ein toller Hund. Leider ist es bei vielen Menschen halt nicht so und es treten eben doch die ein oder anderen Probleme auf und ich höre immer wieder doch die gleichen Probleme und habe auch nochmal eine Umfrage gemacht und auch da kamen immer wieder dieselben Probleme, die die Menschen haben und deswegen habe ich mir überlegt, dieses Buch zu schreiben, in dem ich eben auf die häufigsten Probleme bei Welpenbesitzern eingehe. Meistens ist es so, dass es in der Hundeschule geklappt ist, ja, da macht der Sitz und Platz und kommt auch und läuft auch an der Leine, aber wehe zu Hause, da ist dann Polen offen, da geht nichts. Und oft fehlt dann einfach auch die Unterstützung und die Menschen wissen einfach nicht weiter. So, warum das total andere Welpenbuch? Naja, den ersten Grund hast du schon, es ist einfach inhaltlich ein anderes Buch als die normalen Bücher. Eben nicht Sitz, Platz, Fuß, Steh, komm, sondern wirklich ein Buch, was deine Probleme löst. Der zweite gravierende Unterschied ist, es ist kein reines Buch, also es ist ein E-Book und es ist aber auch kein reines E-Book, sondern es enthält auch ganz viele Links zu Videos mit Trainingsanleitungen, das heißt diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die du in dem Buch findest, die sind halt auch ganz oft mit Videos unterstützt und dann siehst du es da nochmal und kannst das wirklich komplett so nachvollziehen und siehst auch, was so an Problemen auftaucht. Deswegen habe ich es auch nicht E-Book genannt, sondern Videobook. Und der dritte gravierende Unterschied ist, zu vielen Büchern, die es auch heute leider noch gibt, es steht nicht nur gewaltfrei drauf, es ist auch tatsächlich gewaltfrei drin. Also ich arbeite nicht mit Rucken, Kschen oder Zwicken oder Runterdrücken oder sonstigen psychischen Bedrohungen, sondern ich arbeite mit Belohnung und deswegen wirklich, es steht nicht nur gewaltfrei drauf, es ist gewaltfrei drin, darauf kannst du dich verlassen. Ja, was auch total praktisch ist, auch noch ein Unterschied zu anderen Büchern, du findest sehr schnell zu deinem Problem. Das heißt, wenn du jetzt
jetzt, sagen wir mal, von den 14 Problemen genau zwei hast, dann musst du jetzt nicht das ganze Buch durchackern, sondern du findest genau bei deinem Problem alles, was du brauchst. Es kann sein, dass du mal noch woanders hinspringen musst, aber da kannst du direkt dahin und weißt genau, wo du nachgucken musst. Du kannst die Seiten ausdrucken, die du brauchst, dann kannst du das abhaken, was du gemacht hast. Und ich gebe auch immer so eine erste Hilfe, also so quasi erste Hilfemaßnahme, bis du das Training durchgeführt hast, sodass du auch schon mal gleich am Anfang einfach was gegen dein Problem tun kannst. Ja, wahrscheinlich bist du jetzt schon neugierig und ein bisschen ungeduldig und willst jetzt wissen, ob dein Problem dabei ist. Deswegen erzähle ich dir jetzt mal, welche 14 Probleme in diesem Buch behandelt und angegangen werden und wo du Trainingsanleitungen, Erste-Hilfemaßnahmen etc. findest. Ich habe es aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Das erste ist, dein Welpe frisst alles, ein sehr häufiges Problem. Der sammelt alles auf, egal ob es fressbar ist oder nicht. Das kann natürlich sehr gefährlich werden. Deshalb ist es schon wichtig, da was zu tun. Das zweite ist, dein Welpe springt an Menschen hoch, vielleicht an dir, an deinen Kindern, vielleicht aber auch sogar an Fremden, was natürlich echt Ärger geben kann. Das dritte Problem ist, dein Welpe will wirklich zu allem und jedem hin. Das ist zwar schön, wenn dein Welpe aufgeschlossen ist, aber nicht jeder ist ein Hundefreund und da kann es auch mal wirklich Ärger geben. Das vierte ist, dein Welpe knabbert Gegenstände an. Mal davon abgesehen, dass es natürlich gefährlich werden kann, wenn er das Falsche anknabbert, ist es auch nicht so schön, wenn man an allen Tischbeinen oder Teppichen so Hundezähne hat. Das fünfte ist, dein Welpe bleibt einfach nicht mehr auf seinem Platz liegen. Ständig rast er hinter dir her, du kannst gar nichts in Ruhe machen. Auch dein Welpe kommt nicht zur Ruhe, sondern er passt immer auf und sobald du dich bewegst, zack, ist er auch wieder oben. Du kannst nicht mal in Ruhe essen. Auch da kriegst du eine Trainingsanleitung, wie du das in den Griff kriegst. Und das sechste ist auch eine ganz unangenehme Sache. Dein Welpe verfolgt deine oder auch fremde Kinder und beißt halt oder zwickt mal so leicht in die Hosenbeine oder auch in die Beine jetzt im Sommer, wenn keine Hose da ist. Das siebte Problem ist, dein Welpe wird einfach nicht stubenrein, obwohl du eigentlich denkst, du hast alles befolgt, was dir so geraten und gesagt wurde. Das achte ist, dein Welpe zieht an der Leine. Das heißt, eigentlich geht mehr dein Welpe mit dir Gassi als umgekehrt. Das ist je nach Gewichtsklasse mit der Zeit dann wirklich unangenehm. Und auch gefährlich. Das neunte ist genau das umgekehrte Problem. Du möchtest gerne Gassi gehen, aber dein Welpe, der hat keinen Bock, der geht nicht Gassi. Der verweigert jede Entfernung von zu Hause. Das zehnte Problem ist, dein Welpe ist drin wirklich traumhaft. Aber wehe, du gehst raus. Dann bist du plötzlich Luft für ihn. Er interessiert sich nicht mehr für dich, sondern jagt Schmetterlinge, fängt Fliegen, rollt sich im Gras, läuft zum anderen Hund oder was weiß ich. Also du bist draußen quasi Luft für ihn. Das elfte Problem ist, dein Welpe bellt andere Hunde oder Menschen oder auch Gegenstände an. Das zwölfte ist, dein Welpe bleibt nicht alleine. Deine Nachbarn erzählen dir, das wird ganz schön laut, wenn du weg bist oder deine Wohnung ist verwüstet oder. Also dein Welpe bleibt nicht alleine. Das 13. ist, dein Welpe jagt Joggern, Radfahrern, Autos, Mopeds oder was auch immer. Also Dingen, die sich schnell bewegen hinterher. Das kann natürlich echt gefährlich werden. Denn wenn er da mal unter die Räder gerät, ist er vielleicht nicht mehr unter den Lebenden. Und Problem 14 ist auch nicht so ganz ohne, da solltest du auch was gegen tun. Dein Welpe schnappt nach dir oder knurrt dich an, wenn er was hat, was ihm wichtig ist und du möchtest es haben. Ja, das waren die Probleme. Hast du vielleicht so das ein oder andere mit deinen Welpen auch? Dann würde ich dir raten, schlag gleich zu und starte mit dem Training. Halt, warte, einen Moment noch.
Ein paar Sachen muss ich noch klarstellen. Du solltest dieses Buch auf keinen Fall kaufen, wenn du mit physischer oder psychischer Gewalt arbeiten möchtest. Also wenn du mehr darauf stehst, deinen Welpen zu bedrohen, ihn aufs Rücken zu legen oder zu zwicken, dann ist das Buch nichts für dich. Du solltest es nicht kaufen, wenn du nicht bereit bist, deinen Welpen zu belohnen für gutes Verhalten. Und du solltest das Buch auch dann nicht kaufen, wenn du nicht bereit bist, selber dazu zu lernen und auch selber ab und zu so ein paar Managementmaßnahmen zu ergreifen und was zu ändern. Wenn du alles so lassen willst, wie es ist, wird auch dein Welpe so bleiben, wie er ist. Wenn du an den alten Dominanztheorien hängst und da meinst, es funktioniert, wenn du den Rudelchef raushängen lässt, vergiss es. Es ist dann nicht das richtige Buch für dich. Aber wenn du quasi deinen Hund als wirklich besten Freund siehst, wenn du deinen Hund als Familienmitglied siehst, wenn du deinen Hund eine partnerschaftliche, vertrauensvolle Bindung aufbauen möchtest und Lust hast, Spaß am Training zu haben, Spaß an der Erziehung zu haben, Spaß mit deinen Welpen zu haben, dann schlag jetzt zu, dann ist es das richtige Buch für dich. Ja, du willst es haben und sagst jetzt, oh, was kostet das? Kann ich mir es überhaupt leisten? Naja, überleg mal, wenn dein Welpe irgendwo hinrast, springt jemanden an, der fällt vielleicht um, knallt auf den Kopf, ist schwer verletzt, das kann mal schnell teuer werden. Oder er frisst irgendwas, was vielleicht vergiftet war, kann auch schon mal böse enden. Also überleg dir, was ist dir das wert? Findest du 100 € zu viel dafür? Eigentlich nicht, oder? Aber ich möchte natürlich, dass ganz viele Leute sich das Buch wirklich leisten können, weil ich möchte dir wirklich helfen. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich verkaufe das Buch, nee, auch nicht für 49 €. Nicht für 39 und nicht für 29, sondern wirklich verkaufe es für 23 Euro. 23 Euro ist einmal essen gehen, einmal einkaufen gehen, einmal auf irgendein Buch verzichten, einmal auf eine CD verzichten oder sowas. Also, oder vielleicht mal ein paar Zigaretten oder so. Ist nicht so viel und ich denke mir, wer dazu nicht bereit ist, der ist auch nicht bereit zu trainieren und was zu ändern. Und der sollte sich das Buch auch nicht holen. Okay, also, was kriegst du denn für 23 Euro? Ich will es dir nochmal aufzählen. Du kriegst mein Videobook. Das heißt, du kriegst ein Buch mit Trainingsanleitungen, wo du ganz schnell hinfindest zu 14 Problemen, die ganz häufig auftreten, wenn jemand einen Welpen hat. Du bekommst die Trainingsanleitung Schritt für Schritt Anleitung. Du bekommst Erste-Hilfemaßnahmen für jedes Problem, sodass du es quasi sofort angehen kannst. Du bekommst zu ganz vielen Trainingsanleitungen Videos, wo du nochmal die einzelnen Schritte wirklich sehen kannst, wie die mit dem Hund trainiert werden. Und du brauchst nicht zu suchen, sondern du kannst im Buch navigieren und findest sofort und hast alles zu deinem Problem direkt untereinander. Das alles kriegst du für die 23 Euro und wirklich versprochen. Alles Training, alle Tipps basieren wirklich auf nettern Erziehung, auf Training über positive Verstärkung, über Belohnen und niemals wird dem Welpen irgendwas Böses passieren. Also, jetzt gleich durchstarten. Hier unterm Video steht der Bestellknopf. Wenn du da draufklickst, dann passiert all der Rest automatisch. Dann kriegst du den Link, Zugang und kannst es downloaden und kannst sofort mit deinem Training beginnen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem Welpen, der ja bald ein traumhafter Welpe ist. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel und schnellen Erfolg beim Beheben deiner Probleme. Du schaffst das. Wir sehen uns.